Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ja, also in diesem Video werde ich jetzt nur ein bisschen reden. Ich ziehe mir kurz den Kopfhörer ab. Ja, werde ich nur ein bisschen was reden. Also das ist halt ein Infovideo. Sollte auch in der Beschreibung stehen. Sollte auch im Titel stehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal sehen, ob ich es reinschreibe oder nicht. Ja, auf jeden Fall geht es halt darum. Also ich weiß ja seit über 2 Wochen nicht mehr da. Ja, 3 Wochen oder so. Und davor auch schon und davor nicht. Ja, aber das ist trotzdem eine lange Zeit. Ja, und würde ich sagen, was halt hier zurzeit los ist auf dem Kanal und so. Und wieso keine Videos kamen und wieso jetzt halt da wieder Videos kommen, wenn es keine Probleme gibt. Wie es halt jetzt bisher der Fall war, aber das sollte alles behoben sein. Also, dann erkläre ich euch das mal gut. Vielleicht werde ich jetzt auch gerade schreiben, ja, hier ins Video, da und da, spreche das an. Aber das geht ja sowieso ganz schnell. Sollte nicht, ja, länger als 1-2 Minuten dauern. Ja gut, also ab jetzt, meinte ich. Okay, ja, also erstens, ja, später spreche ich auch noch was anderes an. Ja, wegen... Ich werde nämlich beim Stream dabei, sonst spreche ich den später nochmal an. Ja, auf jeden Fall, das Video sollte übrigens am Donnerstag rauskommen, ich weiß nicht. Ja, wieso... Ich sollte, glaube ich, einfach weitermachen. Ja, auf jeden Fall, als erstes war ich weg. Also, ja, vom, war der Kanal halt, ja, kamen keine Videos. Da war ich im Urlaub eine Woche. Da wollte ich, habe ich auch, viel gefilmt, das kann ich dann noch zusammenschneiden, das ewiges Zeug kann ich dann zusammenschneiden und euch dann zeigen. Ich war halt auf Korsika und ja, das war halt in den, wo ich Schulferien hatte. Ist aber auch schon ein paar Wochen her. So, da hatte ich vorproduziert, das heißt, also für da kamen Videos. Das habt ihr nicht bemerkt, von wem das keine, von wegen das keine Videos kamen. Also dann war es so, dass halt keine Videos kamen, weil mein Laptop musste halt repariert werden. Da hat was mit der Tastatur nicht gestimmt und so. Und ja, der musste repariert werden. So, auf jeden Fall kamen dann für 2 Wochen oder so keine Videos, weil es echt lang, weil es lange gedauert hat. Ja, dann war das. Dann habe ich wieder so irgendwie 5 Videos bringen können oder so. Ich weiß jetzt selbst nicht mehr. Oder vielleicht auch nur 3, 4, keine Ahnung. Ja, weil dann sofort, das war halt jetzt bis vor 3 Wochen, 2, 3 Wochen soll es jetzt in etwa her sein. Ja, da hat es dann schon wieder aufgehört, weil bei uns, danke Vodafone übrigens, weil bei uns das WLAN dann auf einmal, ja, auf einmal war das WLAN weg. Und das war halt an einem Samstag vor, ja, circa, also ja, ziemlich genau 2,5 Wochen. Ja, da war dann das WLAN weg und da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Das war jetzt bis gerade eben weg. Jetzt haben wir einen neuen Router. Und jetzt ist zwar, ja, wir hatten da vorher schon so eine schlechte Leitung. Jetzt ist es nochmal schlechter, aber da muss, wird wohl noch was gemacht. Das heißt, ich hab die ganze Zeit WLAN, aber es wird nochmal verbessert. Ja, frag mich nicht, wie es genau gemacht wird, aber ja. So, da hatte ich halt dann jetzt 2,5 Wochen kein WLAN und da konnte ich dann einfach nichts aufnehmen. Konnte ich Sachen ohne Internet natürlich schon. Aber ich konnte es ja nicht hochladen, also was hätte es mir gebracht? So, auf jeden Fall war das dann bis jetzt gerade eben der Fall. Und jetzt habe ich halt wieder WLAN mit neuen Router und so, sollte alles gehen. Und ja, Vodafone hat echt lang gebraucht. Ich meine, die wollten uns das nämlich schicken, schon am Tag danach haben wir schon mit denen geredet. Und dann irgendwie haben die auf jeden Fall, die haben 2 Wochen für den Versand von, ja, am Router gebraucht. Und statt dass sie uns dann einen schicken, schicken sie uns dann sofort 2. Ja, können wir wieder zurücksenden. Toll. Ja, wir hatten übrigens nur einen bestellt. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, das war jetzt das Problem. Im Hintergrund sieht man ganz schön wieder Zahlen rumfliegen. Ich weiß nicht, seht ihr wahrscheinlich nicht. Was labe ich eigentlich? Ja, je nachdem, ob ich jetzt, Zahlen rumfliegen, die Tasten. Upsala. Stromsparmodus. Je nachdem, ob, ich jetzt hier ein Video unterlege oder nicht. Ja, auf jeden Fall war das jetzt das Problem und jetzt ist zum Glück alles wieder gefixt. Mal sehen, wie das jetzt sich in Zukunft ja, entwickeln wird, aber das sollte eigentlich ganz gut sein, dass es jetzt wieder ja, geht und sollten keine Probleme in nächster Zeit kommen, hoffentlich. Gut, und jetzt noch was ganz Wichtiges, was ich ansprechen will. Der Tag, an dem dieses Video hochgeladen wird, ist der Donnerstag, also morgen. Für mich. Und, das seht ihr ja selbst, ich bin dumm. Wieso sage ich, wen ich das eigentlich ist, wisst ihr ja. Okay, am Freitag, also morgen, wird ein 12-Stunden-Stream beim lieben Gamer-Couch, aka David, kommen, ja. Könnt ihr gerne mal reingucken, beginnt um 6 Uhr am Freitag, Nachmittag halt, bis 6 Uhr früh am Samstag.
Und dann werde ich halt dabei sein und noch jemand wird auch dabei sein. Also ich bin vor Ort dabei. Nicht nur über, ja, über Discord kann man auch mitreden und so. Aber ich bin halt über Ort. Ich kann nicht mehr reden. Vor Ort dabei. Gut, das wird ganz witzig. Ihr könnt ja mal bei ihm gucken, was er da geschrieben hat. Ja, dann war es das eigentlich für dieses Infovideo, was ich ein bisschen zusammencutten werde, weil es jetzt schon fast 6 Minuten hat. Toll, okay. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt noch was auf und ich habe eine gute Idee, was ich machen könnte in naher Zukunft. Auch ein Zusammenschnitt von ein paar Sachen, die passieren werden in Games eigentlich, ja. Okay, was rede ich eigentlich für einen Schmarrn? Übrigens habe ich auch bald Geburtstag, juhu. Und mal sehen, was ich da bekommen werde. Ich werde dann auch, was noch hier fürs Infovideo. Ich werde noch neue Spiele mir holen. Ja, und auch Wii U-Spiele. Natürlich auch noch Switch. Keine Angst, ich habe halt die Switch. Dann kann ich zocken. Und dann gibt es auch neue Games. Und vielleicht auch nicht nur Splatoon oder. Ja, Paper Color Splash kann ich ja weiterspielen. Aber Splatoon werde ich dann halt auf Splatoon 2 umsteigen. Ja, das wäre eigentlich das Wichtigste jetzt gewesen. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen, höre ich auch schon damit auf. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.